herzlich willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir wieder ein Pick a Card mitgebracht. Diesmal zu dem Thema, wie verändert das 10-10-Portal, was jetzt am 10. Oktober stattfindet, dein Leben? Warum komme ich jetzt schon damit um die Ecke, im Endeffekt eine Woche vorher, damit du wirklich genügend Zeit hast, um dich darauf weiterhin einzustimmen auf dieses Portal. Und weil durch die Sonnenfinsternis und den Neumond gestern am 2. Oktober eine sehr schicksalhafte Zeit eingeleitet wurde, wo du Karmazyklen beenden kannst, wo du gewisse Lernaufgaben beenden kannst und etwas Neues beginnt. Und das 10-10-Portal ist genau in dieser Energie, weil die 10 im Tarot auch das Schicksalsrad ist. Und es ist eine sehr schicksalhafte Zeit, eine Zeit, auf den Weg deiner Bestimmung weiterzukommen, dir bewusster zu machen, was dein Seelenplan ist. Und deshalb möchte ich jetzt schon eine Woche vorher dich da weiterhin mit dich einstimmen, dir deine Schatten anzuschauen, deine Themen anzuschauen und wirklich anzugucken, was darf jetzt beendet werden, was darfst du loslassen, was hält dich zurück und was darfst du einladen, was dich bereichert und was halt eine gute Energie für dich ist, um weiterzukommen. Und ich habe dir 3 Stapel vorbereitet. Bitte wähle ein oder mehrere Stapel aus. Hör da ganz auf deine Intuition. Und wir beginnen auch direkt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Thema, wie verändert das 10-10-Portal dein Leben. Bitte schau dir das Intro an, falls du es nicht gemacht hast. Da gebe ich noch ein paar Informationen, warum ich das jetzt schon posten möchte, eine Woche vorher, weil einfach eine unglaublich schicksalhafte Zeit ist. Und du hast ja hier die 2 Tiger gewählt mit dem Judgment, also dem Gericht im Tarot. Und deshalb erstens kommt das Krafttier Tiger rein, was die Stärke verleihen möchte, Mut verleihen möchte, deinen Weg zu gehen, in deine natürliche Führungspersönlichkeit auch reinzukommen. Auch dafür steht der Tiger, seinen Platz in der Welt einzunehmen, sich selber das auch zuzugestehen, dass du der Herrscher, die Herrscherin über dein Leben bist, dass du mit Anmut und mit Mut und mit Stärke deinen Weg gehst. Und da du das Gericht auch gewählt hast, geht es bei dir wirklich darum, dass du in eine neue Timeline gehst. Also vielleicht aber auch dich sehr viel damit beschäftigst, und das ist jetzt einfach auch die Zeit, durch die Sonnenfinsternis ausgelöst und den Neumond und dadurch, dass die Mondknoten auch schon eine Auslösung bekommen haben und die werden in einem halben Jahr nämlich die Sternzeichen wechseln. Also das alles spielt jetzt hier schon mit rein, dass du dich mit deinem multidimensionalen Ich beschäftigen darfst und nämlich da vielleicht wirklich sehr viel reinkommt von früheren Leben, von zukünftigen Leben und dass du so merkst, ich existiere in verschiedenen Dimensionen, ich existiere in verschiedenen Timelines und dass dir da dein altes Ich gezeigt wird, dass dir dein gegenwärtiges Ich gezeigt wird und auch dein Zukunfts-Ich. Also das Thema ist bei dir ziemlich brisant, weil deine Seele dich hinführen möchte in eine neue Zeitlinie, in eine neue Timeline. Und das beinhaltet, dass du deine Frequenz erhöhst, aber natürlich dir auch zu zeigen, du hast einen freien Willen, wo du vielleicht wieder gewillt bist, das nicht zu tun und in der Komfortzone zu bleiben, um dann, also das wird ja auch gezeigt werden, eine niedere Timeline, wo du halt dann auch dich selber fragen darfst, okay, wähle ich die, gehe ich dahin und bleibe auf der niederen oder bewege mich sogar zurück oder möchte ich jetzt hier wirklich auf eine höhere gehen? Und darum geht es viel bei dir. Und es kann sein, dass sich in nächster Zeit sehr oft der Tiger für dich zeigt.
Und du aber auch vielleicht sowieso auch, also vielleicht bist du auch vom chinesischen Sternzeichen Tiger, das kann natürlich auch sein, oder dein chinesischer Aszendent ist im Tiger, oder du recherchierst jetzt darüber und findest das heraus, vielleicht wusstest du das vorher gar nicht. Und ich kann dir nur empfehlen, auch weiterhin über den Tiger zu recherchieren und dich mit der Kraft des Tigers zu verbinden in nächster Zeit. Schauen wir weiter. Du hast das Thema Loslassen, jetzt kommt noch der Schmetterling rein und die Pusteblume. Und darum geht es genau, jetzt in deine Schatten zu blicken, in deine negativen Glaubenssätze, und wirklich dich im Loslassen zu üben, dass du das hinter dir lässt, dass du Vergangenes hinter dir lässt, auch ein großes Thema hier, Vergebung in Bezug auf andere Menschen, in Bezug auf dich selbst, dir auch selbst zu vergeben, was du vielleicht an Erfahrung einfach ja, gemacht hast, wo du vielleicht auch selber immer noch, also ich bekomme hier auch irgendwie das Thema Wut rein, wo du selber wütend auf dich bist oder auf andere, warum das so passiert ist, warum du das vielleicht auch selber zugelassen hast, oder eben die Wut eher auf andere Situationen oder auf andere Menschen gerichtet ist. Und das hier wirklich, um auf diese neue Timeline zu kommen, kann diese Wut nicht mehr mitgenommen werden und auch ein Teil von Schmerz nicht mehr also mitgenommen werden, weil du es sonst nicht schaffst, deine Frequenz zu erhöhen. Und gewisse Erfahrungen, vielleicht ist das auch für manche ein Trauma. Bei dir bekomme ich sowieso extrem rein frühere Leben, in der Vergangenheit Sachen, die da passiert sind, dass das irgendwie gerade eine riesige Rolle spielt und du da wirklich nochmal aufräumen darfst und ja, und eben ins Gericht mit dir selbst gehen darfst und mit anderen, aber eben in Form von, dass du die Verurteilung sein lässt und in die Vergebung gehst und du musst nichts davon, was da stattgefunden hat, gutheißen. Es hat auch mit Vergebung nichts zu tun. Wir sagen ja nicht, dass das dann richtig war und dass das gut war, obwohl es was traumatisch Schlimmes war, sondern es geht darum, Frieden damit zu machen, und es wirklich hinter dir zu lassen, es aus deinem System herauszuholen, aus deiner DNA rauszuholen. Und vielleicht hast du das auch einfach, dass momentan sehr viele Dinge von früher nochmal hochkommen, die nochmal angeschaut werden dürfen, um sie dann eben loszulassen, damit der Ballast auf deinen Schultern nicht mehr dort ist und du befreiter in deine Zukunft starten kannst. Und du kannst dich gerne auch mit Schmetterlingen verbinden und das ist auch für mich so hier der die Bestätigung auch für dich, dass du es schaffst, dich über deine Verletzungen und Schmerzen und traumatischen Erfahrungen und dich darüber hinaus zu erheben, darüber hinaus zu fliegen und als neugeborener Schmetterling in dein neues Leben zu fliegen, nachdem du dir selbst und anderen vergeben hast. Schauen wir in dein Starseed-Orakel. Wow, du hast hier das Kind des Kosmos und dass die Intelligenz des Universums in dir liegt. Also bei dir geht es hier darum, dass du die nächsten Tage, die Woche und auch ein paar Tage natürlich danach, also das ist jetzt auch ein größerer Zeitraum, was da eingeleitet wurde aufgrund auch der Mondknoten. Ich sehe das hier für das nächste halbe Jahr, dass jeder von uns Altes loslassen darf und sich auf Neues einstellen darf und dass dieser Prozess wirklich so ein halbes Jahr dauern kann, bis die Mondknoten in andere Sternzeichen wechseln, dürfen wir einfach nach innen blicken und wir haben einfach die präsenten Themen sind Waage und Widder aktuell und das ist nun mal das Thema, wer bist du, deine Individualität zu leben und wer bist du in Beziehungen? Wie kannst du deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse von anderen innerhalb einer Beziehung leben? Wie drückst du dich selber aus? Welchen Weg gehst du? Gehst du vielleicht auch alleine? Und was hat das auch für Effekte auf deine Beziehungen? Und eben da auch in die Schatten zu blicken. In die Schatten zu blicken, bin ich ein People-Pleaser? Unterdrücke ich meine eigenen Bedürfnisse und meine eigene Persönlichkeit, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, tut das mein Gegenüber? Also da halt reinzuschauen,
Das sind Themen davon, als Empath eben auch reinzuschauen, wo kann ich keine gesunden Grenzen setzen, wo bin ich energetisch immer noch mit Dingen, mit Menschen aus der Vergangenheit verbunden, die mir nicht gut tun, und wo es Zeit wird, wirklich diese, ja, diese Schnüre zu cutten, wo es Zeit wird, Heilung noch mehr reinzubringen und die Schatten selber, also deine eigenen Schatten anzugucken und sie ins Licht zu transformieren, sie anzunehmen, sie liebevoll zu umarmen, um dann wieder befreiter weitergehen zu können. Und dafür ist es so wichtig, nach innen zu blicken, dich mit dem Universum zu verbinden. Das ist einfach das, was dir in den nächsten Monaten am meisten helfen wird. Schauen wir weiter. Ja, und was passiert dann, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, dein Selbstwert wird erhöht und du wirst zu einem Magneten für Fülle, bewusster. Also Fülle ist immer da, nur schneiden wir uns von der vom Verstand her ab und das spiegelt sich dann natürlich in verschiedenen Formen. Es kann sein, dass du einfach keine glückliche Beziehung hast oder dass da gar kein Partner auftaucht, weil du dich von der Fülle abschneidest. Für andere endet das in Geldproblemen, für andere ist es das Abschneiden der Fülle, sich selber einfach nicht zu lieben, mit seinem Körper nicht glücklich zu sein, krank zu sein, mit der Psyche einfach immer in belastenden Ängsten zu sein, anstatt eben in der Erfahrung von Zufriedenheit, von Frieden, von Harmonie und Glück. Und das ist das aber, was hier auf deiner neuen Timeline, in deiner neuen Timeline, auf dich wartet, dieses Bewusstsein viel mehr, wie reich du bist, wie innerlich reich du bist, aber auch äußerlich. Und da geht es vielleicht auch für dich nochmal tief in diese Dankbarkeit zu gehen. Was hast du alles hier schon erschaffen? Wer bist du selber? Was hast du für wundervolle Eigenschaften? Was hast du auch alles schon gelöst, erfolgreich überstanden, auch an Herausforderungen, da viel mehr in die Dankbarkeit reinzugehen, in deine eigene Selbstliebe, in deinen eigenen Selbstwert. Und dir klar zu machen, auch im Außen, was hast du da alles erschaffen, wie reich kannst du dich fühlen, dass du überhaupt ein warmes Zuhause hast und fließend Wasser und genügend Essen und dir Anziehsachen und Möbel und Deko leisten kannst oder Reisen oder gewisse Hobbys, was auch immer es jetzt für dich ist, dass man da in die Dankbarkeit geht, anstatt sich in diesem gesellschaftlichen Glaubenssätzen zu verlieren mit immer höher, schneller und weiter. Also es ist immer nur darum geht, noch mehr zu besitzen und noch mehr zu erreichen. Und da wirklich auch mal so einen Cut zu machen und zu sagen, ich bin unglaublich dankbar für all das, was ich habe. Und natürlich, und das meine ich damit auch nicht, dass du jetzt deine Träume aufgeben sollst oder Ziele, um Gottes Willen. Damit sollst du natürlich weitermachen und für die Zukunft darfst du dir wieder neue Dinge erträumen und neue Ziele setzen. Aber der Schlüssel ist, für das dankbar zu sein, wer du heute bist und was du heute hast und wer in deinem Leben ist oder was in deinem Leben ist. Weil du so noch viel, viel mehr Glück und Harmonie und Frieden in dein Leben ziehst und Liebe und Freundschaft und Gesundheit, was auch immer es jetzt für dich ist, was so deine wichtigsten nächsten Gefühle oder Ziele sind. Und darum geht es. Da möchte deine Seele dich hinführen in diese neue Realität, wo du das dich einfach noch reicher fühlst innerlich und das ins Außen abstrahlt. Wow, schauen wir weiter. Du hast hier die Soul Family liegen mit. Jede Verbindung hat eine Lernaufgabe für dich. Und ich bekomme rein für dich, dass neue Soul Family Members auf dich warten, also neue Familienmitglieder in der Zukunft auf dieser Timeline. Und dass das nämlich jetzt auch, also du noch in so einer Zeit dazwischen sein kannst, wo du einfach dieses Gefühl vielleicht eher hast, hier sind gar nicht so viele oder es beginnt gerade, dass ich merke, okay, es kommen Veränderungen rein und deshalb kann ich jetzt vielleicht nochmal einen neuen Menschen oder neue Menschen kennenlernen, vielleicht durch einen Berufswechsel, was auch mit dem Gericht angezeigt werden kann, oder dadurch, weil du umziehst oder weil du ein neues Hobby beginnst und dadurch andere Menschen kennenlernst, einfach andere Menschen in dein Feld kommen oder du online vielleicht auch neue
Inhalte von, also neue Creator kennenlernst, vielleicht neue YouTuber oder jemanden bei Insta oder TikTok. Und du dadurch eben in eine neue Community kommst und da einfach merkst, wow, da sind einfach Menschen, die genauso denken wie ich und die sind Teil meiner Soul Family. Und das muss halt auch nicht immer, also Menschen auch aus deiner Soul Family, das müssen nicht immer Menschen sein, mit denen du privat ganz eng was zu tun hast, sondern das kann auch wirklich online jemand sein, wo du die Inhalte schaust, aber die nicht in dein, also die Person ist nicht in deinem Privatleben oder die Person kennt dich vielleicht auch gar nicht. Oder es kann ja auch bei Musikern ist das ja auch total oft der Fall, dass man sich selber mit den Texten so identifizieren kann und man das Gefühl hat, dass diese Person aus der eigenen Soul Family kommt, aber man noch nie ein Wort mit dieser Person gesprochen hat und darum geht es auch nicht, sondern man durch die Musik oder durch die Texte oder durch vielleicht Filme, weil das bei einem Schauspieler, bei einer Schauspielerin so ist, dass man da einfach dieses Gefühl hat, okay, hier bekomme ich wichtige Botschaften durch und dieser Mensch hat einfach ein ähnliches Mindset wie ich und dass eben dieser Mensch auch zu deiner Soul Family gehören kann, wenn du das Gefühl natürlich auch hast, dass das der Fall ist. Und natürlich aber auch Menschen, die dann in deinen engsten Kreis vielleicht neu kommen. Hier geht es aber auch um Menschen, also jetzt auch hier aus der Vergangenheit, weil wir haben das Thema Loslassen, dass du einfach weißt aus der Vergangenheit, es gibt Menschen, die zu meiner Soul Family gehören, aber dass da vielleicht noch Heilung stattfinden darf und dass du den einen oder anderen davon eben auch energetisch loslassen darfst, weil diese Verbindung eben ausgedient hat, die Zeit ist abgelaufen und da diese Verbindung dir auch nicht gut tut und der anderen Person eben auch nicht. Super interessant. Schauen wir in deine Destiny-Karte. Der Weg zur Heilung ist bei dir wirklich ein Perspektivwechsel. Hier kommt jetzt auch noch die Schlange rein. Also vielleicht auch da, vielleicht möchtest du dich auch mit der Schlange verbinden, vielleicht arbeitest du sowieso momentan mit Chiron, weil auch das ist ja, Chiron ist ja auch verbunden mit der Schlange, ist ja unsere größte Wunde und auch deshalb unsere größte Stärke, wo Heilung passieren darf und auch mit der Nummer 6, hier geht es um Liebe. Also bei dir bekomme ich auch viel rein, das hat sehr viel was mit Liebesbeziehungen und mit Freundschaften zu tun, mit familiären Beziehungen, also sehr enge Verbindungen und dass da noch so viel Heilung passieren darf, aber eben aufgrund dessen, weil du die Perspektive auf Erfahrungen oder auf Beziehungen mit anderen veränderst, weil du darüber ganz anders denkst als bisher und dadurch kann hier eine Befreiung stattfinden. Wow, schauen wir mal, was das mit einem früheren Leben zu tun hat. Du hast hier die Gesundheitsprobleme liegen mit der Krankheit, wow, Infektionen. Also es ist etwas aus einem früheren Leben, wo du schon mal ein Leben hattest, wo du sehr mit körperlichen Problemen zu kämpfen hattest, obwohl ich auch für manche von euch psychische Probleme reinbekomme und dass du das in diesem Leben mitgenommen hast, weil das eine deiner großen Lernaufgaben ist, es zu heilen. Also ich bekomme ja auch für manche so Suchtenergie rein, dass das auch ein Thema sein konnte, warum auch der Körper zugrunde gerichtet wurde oder die Psyche, aber auch für andere gar nichts mit Süchten, sondern dass das andere Krankheiten beinhaltet. Und ich bekomme ja aber auch rein, das hat was mit, wow, das hat was mit, für manche von euch hat das was mit einer Ahnenlinie auch zu tun, dass das immer weitergegeben wird. Für andere aber eben dein multidimensionales Ich, also dass du das aus anderen Inkarnationen schon kennst und es hier mitgebracht hast, um es komplett zu heilen und loszulassen und in der Zukunft wirklich Gesundheit zu erfahren, dass das hier auch deine Art von Reichtum ist, dich in deinem Körper und deiner Psyche richtig fit und wohl und gesund zu fühlen. Wow! Und das aber in der Zukunft auch Menschen
dir dabei helfen möchten, dass du an die richtigen Heiler, Heilerinnen gerätst, die eben dein Bewusstsein verändern können und heilen können dadurch und dich da, also dich in die richtige Richtung schubsen. Klar musst du ja selber auch deine Arbeit machen oder eben auch wirklich körperlich heilen können und dir da neue Methoden zeigen, neue Wege aufzeigen, mit denen du dann wirklich Erfolge erzielst. Wow, schauen wir noch in deine letzte Orakelkarte. Ja, und du hast schon wieder das Loslassen. Also bei dir geht es wirklich vermehrt darum, alte, krank machende Gedanken und Muster, die sich eben auf deine Gesundheit, also auf deine psychische oder auf dein und oder körperliche, ganz oft ist es ja auch verbunden miteinander, dass die Symptome sich zeigen. Also ich bin sowieso davon überzeugt, dass es immer verbunden ist, dass die Psyche und der Körper ein Zusammenspiel ist und dass wenn du sich körperlich eine Krankheit zeigt oder Wehwehchen zeigen, dass das immer der Ursprung in der Psyche liegt, aber das ist manchmal einem ja nicht so klar. Und dann zeigt es sich vielleicht nur körperlich oder bei anderen zeigt sich das nicht körperlich, sondern zeigt sich dann eben nur, dass du dich innerlich nicht gut fühlst. Deshalb bitte nimm, was da für dich passt. Aber bei dir ist wirklich das große Thema loslassen, was dir nicht dient, einladen, was dir dient und da noch mal so ein Cleansing, Purging auch zu machen in Bezug auf alle Lebensbereiche und auch in Bezug auf andere Menschen. Wow, lieber Stapel 1, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Falls du den Channel unterstützen möchtest, freue ich mich riesig. Findest du alles in der Videobeschreibung. Möchtest du eine Jahreslegung buchen, findest du auch auf meiner Website. Es ist jetzt die beste Zeit in den nächsten Monaten für die Jahreslegung. Und ich wünsche dir einfach ein wundervolles 10-10-Portal. Ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Ja, Stapel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Thema, das wie verändert das 10-10-Portal dein Leben? Falls du das Intro nicht geschaut hast, guck es dir bitte an, weil ich da einiges über die Energien von dem 10-10-Portal und auch darüber hinaus und warum ich es jetzt auch schon poste, sage. Du hast die 10 der Stäbe gewählt mit den zwei Schmetterlingen. Also achte vermehrt bitte auf Schmetterlinge. Es ist wahrscheinlich auch dein Zeichen, dass du sowieso mit Schmetterlingen verbunden bist und dass du auch gerade in deinem Erwachensprozess an der Stelle bist, wo der Schmetterling fliegen darf und wo du jetzt vielleicht vor kurzem in der Void-Phase warst, also eben in deinem Kokon, dich sehr zurückgezogen hast, sehr viel für dich klären musstest, erkennen musstest, gearbeitet hast daran an dir selber, aber dass im Außen vielleicht nicht allzu viel passiert ist oder in einem bestimmten Lebensbereich nicht so viel passiert ist. Und das ist auch richtig und gut so, weil du einfach deine Zeit im Kokon gebraucht hast, um einfach vieles zu bearbeiten, verarbeiten und zu integrieren. Und jetzt bald als Schmetterling neu in dein Leben, also in dein neues Leben fliegen darfst. Und die 10 der Stäbe stehen aber darüber hinaus, ich nenne das immer so gern das Cinderella-Syndrom, dass man einfach sich viel zu viele Bürden auflastet, viel zu viele Verpflichtungen hat, dass man mit 10 Stäben gleichzeitig jonglieren ist und dass man deshalb, sorry für den Bella, die Diener wollte rein, also, dass wir mich raus, das hier, Cinderella-Syndrom, okay, nochmal, also, das Cinderella-Syndrom, es tut mir wirklich leid, meine Hündin hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, dass das Cinderella-Syndrom dazu führt, dass du einfach eine Selbstwertminderung erfahren hast durch andere und dass du dich zu viel mit den
Problemen von anderen beschäftigst, dass du ja auch der Blick im Außen noch zu groß ist, der Blick vielleicht auch eben People-Pleasing, dass das eine große Sache vielleicht ist, dass du es allen und jedem recht machen möchtest, also dass du keinen verletzen möchtest und ja auch vielleicht auch selber eine Art von, also sehr hohen Ansprüchen auch an dich selber hast und es verleitet natürlich auch sehr dazu, wenn man sehr diszipliniert und organisiert und strukturiert ist, dass einem das ja auch alles leicht fällt. Und wenn man Organisationstalent hat, dann kann man ja auch so vieles leisten, was einfach andere Menschen gar nicht könnten. Und so fängt man dann an, die Langsamkeit oder eben auch das Chaos von anderen mit zu bearbeiten und das auf die eigenen Schultern zu nehmen. Und jetzt egal, ob das im privaten Bereich ist, in deinen privaten Beziehungen, ob das da bei jemandem der Fall ist oder auch beruflich. Und man am Ende eigentlich sich denkt, wow, ich mache nichts mehr anderes, außer den ganzen Tag zu arbeiten oder ich habe mehrere Jobs oder also wie auch immer sich das zeigt oder ich habe halt so viele Verpflichtungen privat, weil ich jeder Freundin gerecht werden möchte und dann noch eigene Kinder habe oder dann noch Tiere habe oder was auch immer es ist, jeder lebt das komplett anders aus, dass das einfach dazu führt, dass die Energie zu viel gesplittert wird und du nicht mehr wirklich bei dir bist und irgendwann endet das halt auch darin, dass du das Gefühl hast, ich bin nur noch müde und ausgelaugt und im schlimmsten Fall kann das in einem Burnout enden. Bei anderen ist es dann eher die Vorstufe, dass man irgendwann das Gefühl hat, ja, ich bin einfach ständig nur noch müde und kann einfach nicht mehr, weil du dir einfach einen Alltag erschaffen hast, der zu viel von dir abverlangt. Und dieses Muster, diesen Schatten darfst du dir anschauen und du darfst eben in der nächsten Zeit und dieses 10-10-Portal, was halt für eine Vollendung steht und für ganz schicksalhafte, ja, auch Wendungen und dich mehr noch in deinen Seelenweg bewusst reinzubringen, den Weg deiner Bestimmung bewusst zu gehen, dafür darf und muss dieses Muster gehen, weil du sonst nicht dein volles Potenzial leben kannst, weil du deine Macht abgibst, weil du deine Energie eben auch abgibst an andere Situationen, an Menschen oder also auch an andere Energien, ne? Also es können natürlich auch einfach Energien sein, die an dir verhaftet sind, weil sie sich von Angst ernähren oder weil du zum Beispiel dem Thema Geld negativ eingestellt bist und deshalb immer wieder Sorgen darum machst und schon hast du einen Stab, den du am Tragen bist, der dir wieder deinen Frieden nimmt, wieder deine Macht nimmt, weil du deine Macht abgibst. Und das darf wirklich aufgelöst werden, so dass du eben auch dein Happy End bekommst wie Cinderella und dass irgendwann eben diese Zeit als Aschenputtel bei der Stiefmutter und bei den Schwestern, wo sie schlecht behandelt wird, aufhört und du eben in dein eigenes Glück, und das meine ich jetzt nicht, dass das eigene Glück heißen muss, dass man heiratet und den Prinzen findet. Nein, darum geht es nicht. Wenn das für den einen oder anderen hier der Wunsch ist, dass du einen neuen Lebenspartner finden möchtest oder dass du heiraten möchtest oder dass du deine Familie gründen möchtest. Natürlich bitte gerne, aber das ist nicht für jeden das Hauptziel im Leben, sondern es können auch ganz andere Ziele sein, dass du sagst, ich möchte meinen eigenen Frieden haben, ich möchte mich spirituell weiterentwickeln, ich möchte eine Meisterschaft da und da erlangen oder ich möchte dieser bestimmten Berufung folgen, weil wir sind ja hier bei Bestimmung und Berufung ist auch großes Thema. Oder du dir selber sagst, ich möchte jetzt genau diese Position in meinem Job bekommen, ich möchte diese Beförderung oder ich möchte mir dieses Haus kaufen können oder ich möchte diese Reise machen. Was auch immer es für jeden ist, aber dass eben dieser Traum, wo du glücklicher, zufriedener bist, wo etwas passiert, was für dich Glück bedeutet, dass das eben passieren kann, aber das kann nur passieren, wenn du aus dieser Energie herausgehst, deine Energie bei dir behältst, Verpflichtungen, die Probleme anderer bei denen lässt. Wir reden hier von erwachsenen Menschen. Ich rede nicht von Kleinkindern, die eine Betreuung brauchen und die Erwachsene brauchen, um großgezogen zu werden. Aber jeder erwachsene Mensch in deinem Umfeld trägt eine Selbstverantwortung und du darfst dir wirklich ganz genau überlegen,
Möchte ich mich für andere aufopfern und deshalb in einer Opfermentalität sein? Oder lasse ich Menschen auch mal in ihrer Selbstverantwortung und habe Vertrauen auch in andere Menschen, weil das könnte ja auch ein Thema sein, dass die einfach ihr Leben alleine meistern und ich da nicht ständig irgendwie reingrätschen muss oder da irgendwas für die tun muss und die vor sich selber retten muss, weil das ist auch so ein bisschen Märtyrertum, andere vor gewissen Erfahrungen retten zu wollen. Du kannst niemanden vor irgendwas retten. Also den einzigen, den du retten kannst, bist du. Du kannst dich selbst retten. So, und da diesen Fokus einfach viel mehr auf dich zu haben, anstatt auf andere. Und das könnte eben auch diese zwei Schmetterlinge zeigen, weil du sehr darauf bedacht bist, sehr sozial bist, sehr empathisch bist und einfach auf andere immer eher achtest und den Blick vielleicht eher immer auf Beziehungen hast, auf die Liebe hast, anstatt auf dich selbst, auf deine Schatten, auf das, was bei dir gerade los ist. Und auch wenn du schon sehr, sehr viel machst, sehr, sehr viel für deine Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, ich weiß, dass viele von euch, die hier zuschauen, natürlich genauso sind. Ihr macht super viel und bildet euch weiter und wollt euch entwickeln. Und trotzdem euch dabei vielleicht jetzt nochmal zu entlarven, und dafür ist vielleicht dieses Reading auch da, dir selber einzugestehen: Ich achte immer noch zu viel auf andere und bin nicht genug bei mir selbst, obwohl ich schon so viel für mich mache. Schlüsselbotschaft, Leute. Schauen wir weiter. Du hast ein Hauch von Magie mit der 48. Vielleicht hat die 48 für dich eine besondere Bedeutung. Vielleicht die 4 oder die 8. Vielleicht auch der April oder der August. Vielleicht hast du da auch Geburtstag. Es geht hier darum, dich mehr auf deine Magie zu fokussieren, mehr darauf wirklich, ja, zu erblühen. Also deine eigene Reise der Lotusblüte, durch den Schlamm dich zu kämpfen. Und das ist für mich genauso wieder wie die Cinderella-Story. Aus der Asche, aus dem Schlamm heraus zu einer wunderschönen Blüte, zu einer wunderschönen Prinzessin, Königin zu werden. Und jetzt egal, ob du Mann oder Frau bist, du hast weibliche wie männliche Energie in dir. Das gilt für beide Geschlechter. Und einfach zu sehen, viel mehr deinen Wert zu erkennen, deine Schönheit zu erkennen, deine Selbstliebe zu leben. Und dich selber wirklich auf dieser Reise des Erwachens, mit dir liebevoll umzugehen. Und ja, ich bekomme es hier halt bei dir wirklich rein. Es wird Zeit für dich, die Asche und den Dreck zu verlassen. So, du hast so vieles in der Vergangenheit gezeigt bekommen. Du hast so viel Wissen jetzt und so viel Erfahrung da drinne, zu unterscheiden, welche Verbindungen tun mir gut, welche nicht. Wo ist jemand, der meinen Wert mindern möchte? Wo ist jemand, der Drama in meinem Leben kreiert? Wo kreiere ich selber Dramas? Darfst du dir natürlich auch noch mal anschauen. Wo sind meine eigenen Schatten, und dann wirklich aber auch zu entscheiden, okay, das lasse ich los. Ich möchte mehr Magie leben. Ich möchte einfach ein Leben haben, wo andere Menschen am Erblühen sind, genauso wie ich. Und Menschen, die nicht blühen wollen, die unten im Dreck bleiben wollen, ist absolut okay. Ich versuche auch nicht mehr, denen zu helfen, sie aus dem Dreck rauszuholen, weil das müssen die selber schaffen. Aber da bin ich nicht mehr. Ich bin jetzt oben am See und bin am Blühen und ich bin jetzt woanders. Und deshalb dürfen da vielleicht auch manche Verbindungen verschwinden. Und wenn du sowieso schon in diesem Prozess bist, wo du so viele hinter dir gelassen hast oder sie auch aus deinem Leben verschwunden sind, dass du dich aber jetzt darauf besinnst, zu blühen, in deiner Magie zu sein, in deinem Selbstwert, in deiner Selbstliebe, weil du so die Menschen anlockst und auch die Situationen, die genauso in ihrer Blüte sind und wo man dann zusammen einfach, ja, was Wunderschönes erschaffen kann, sich gegenseitig bereichern kann, weil man wieder auf einem gleichen Level ist und weil man eine andere Art von Selbstliebe und Selbstwert lebt und sich deshalb auch die Beziehungen komplett anders anfühlen. Und das kann jetzt privat wie beruflich sein. Du bekommst einfach ganz andere Erfahrungen dadurch. Schauen wir weiter. Du, ja, das ist das, was du nämlich aktuell machen darfst.
in den Surrender-Modus zu gehen. Du darfst dir halt jetzt noch die Ruhe gönnen, zu reflektieren, Dinge, die dich verletzt haben, weil das ist damit ja auch gemeint, dass du so aufgebrochen wirst und eben noch tiefer an deine Essenz kommst. Und dafür waren eben auch die früheren Erfahrungen, die so schmerzhaft waren für dich oder so traumatisch, die waren dafür da, um dich zu öffnen, dich aufzubrechen, diese alten Verkrustungen, die gar nicht zu dir gehören, abzureißen, also wie so eine Zwiebel Schicht für Schicht abzureißen, näher an den Diamanten ranzukommen, wer du wirklich bist und das geschehen zu lassen. Und auch jetzt, wenn noch mal Situationen kommen, wo du das Gefühl hast, das war verletzend, das war wieder eine Selbstwertminderung. Oder wo bin ich selber mit mir nicht liebevoll? Wo ist mein Schatten? Welche Erinnerungen kommen hoch? Vielleicht von früheren Leben, aber auch von der Vergangenheit, mit Liebesbeziehungen, mit Freundschaften, wo Verletzungen stattgefunden haben, Jobs, im Arbeitsleben, wo Verletzungen stattgefunden haben. Geh da rein, fühl das. Wirklich, spalte dich nicht davon ab, sondern fühl das, gib dich hin. Fühle und lasse den Schmerz wieder los. Sei dankbar für all das, was du erlebt hast, weil es hat dich dazu gebracht, dass du zu dieser wunderschönen Lotusblüte wirst, dass du den Weg durch den Matsch, durch den Schlamm, durch den Dreck, durch die Dunkelheit ans Licht gekommen bist. Und darum ging es, zu erkennen, wie magisch du bist, wie wundervoll du bist und dass so vieles von diesem Schmerz, von Programmierung, von Schablonen, die dir auferlegt wurden, dass du das alles überhaupt nicht bist. Denn am Ende des Tages bist du Liebe und Licht. Und der ganze andere Schwachsinn, also jetzt im schlechten Sinne, das bist du nicht. Schauen wir weiter. Du hast hier den Stargazer und genau darum geht es, dass du nach den Sternen greifst. Es geht darum, also bei dir ist echt immer so nach oben, ne? Es geht einfach nur nach oben. Die Blüte, die jetzt oben am See ist und erblüht. Die Frau hier, die wirklich nach oben nach den Sternen greifen möchte, die große Träume hat, die hohe Ziele hat, die verbunden ist mit dem Himmel, weil sie den Himmel auf Erden sich erschaffen möchte. Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, es geht darum, groß zu träumen, sich nicht definieren zu lassen von den Rückschlägen, von den Misserfolgen, von den Verletzungen, von der Selbstwertminderung, sich davon überhaupt nicht klein zu machen. Und ja, das ist schwierig und jeder von uns hat das geglaubt, zu einem Teil im Leben, in einer Phase im Leben hat man das geglaubt, dass man irgendwas Schlechtes verdient gehabt hätte oder dass das, was andere einem sagen, die Wahrheit gewesen wäre oder man sich selber eingeredet hat, ich bin das nicht wert. Oder ich bin nicht so gut oder was auch immer, ich habe das Talent nicht und dieses Talent nicht und ich kann das nicht und das kann ich nicht erreichen. Was auch immer es bei jedem ist, ich bin nicht liebenswert, diese ganzen Bullshit-Sätze, das aufzulösen, zu sagen, so, ich habe die größten Sterne verdient. Ich habe es verdient, mein Leben zu leben, wie ich es mir wünsche. Ich habe es verdient, einfach geliebt zu werden. Und ich werde geliebt vom Universum, von anderen Seelen, von anderen Wesen. Das ist halt die Wahrheit. Und da wirklich sich mehr drauf zu konzentrieren, wo du hin möchtest und wo du auch schon hingekommen bist. Da wirklich auch stolz auf dich zu sein und dir deine Erfolge klar zu machen, alle Menschen von mir aus auch nochmal durchzugehen, die dich lieben oder die dich geliebt haben oder deine Spirits zu connecten und zu sagen, okay, hier habe ich eine tolle Verbindung mit Mutter Erde sich zu verbinden, mit Blumen zu verbinden, wirklich alles, was dir gut tut, was dir das Gefühl gibt, das ist was Schönes, da ist Liebe, das ist der Ausdruck von Liebe, von Schönheit, da einfach noch mehr reinzugehen, aber eben nicht es zu verstecken, nicht es runterzudrücken, wenn ein Schmerz kommt, wenn eine Verletzung kommt, nein, es auszuhalten, es zu fühlen und es wieder loszulassen und wieder zu sagen, okay,
Danke für die Erfahrung, danke für den Schmerz. Es hat wieder dazu geführt, dass eine nächste Kruste einfach abgegangen ist und ich noch mehr erfahre, wer ich wirklich bin und ich diese Reise hier als Mensch angetreten habe, um zu erfahren, was ich alles nicht bin. Und genau darum geht es in Inkarnationen, diese ganzen Fehlprogrammierungen zu entlarven und wirklich immer mehr zu fühlen, nicht nur zu verstehen, das ist der erste Schritt, der zweite Schritt ist zu fühlen, wer bin ich wirklich? Schauen wir weiter. Du hast den Mond. Jede Phase im Leben wird unterstützt und, achso, in jeder Phase wirst du unterstützt und du wächst. Und das ist eben deine Gefühlswelt, das ist eben dein Schatten auch. Da haben wir drüber geredet, mit in die Tiefe zu gehen, zu fühlen, in deine weibliche Energie zu gehen, deine Gefühle zuzulassen. Hier auch nochmal der Verweis, mit dem Mond zu arbeiten, mit den verschiedenen Mondzyklen zu arbeiten. Wir hatten jetzt erst gestern den Neumond mit der Sonnenfinsternis und diese Energien für dich auch zu nutzen. Der Neumond ist dafür da, um neue Ziele zu setzen, neue Energie kommt rein, die Sonnenfinsternis ist dafür da, in die eigenen Schatten reinzugehen, zu schauen, was ist da, was mir nicht mehr dient, was ist da, was mich belastet, was habe ich für Verpflichtungen mir erschaffen in meinem Alltag, die mich stressen, die auf meinen Schultern schwer lasten, wie kann ich Schritt für Schritt dafür sorgen, das loszuwerden, um eben mehr im Gleichgewicht zu sein, weiterhin zu wachsen und auch mir Situationen und Menschen zu manifestieren als eine Spiegelung, die wachstumsfördernd sind, die eben unterstützend sind und die zeigen, dass ich jetzt blühe, dass ich jetzt fliege. Und das ist eine ganz andere Erfahrung als die, die du jetzt vorher durchgemacht hast, wo du dich durch den Schlamm gekämpft hast, wo du die 10 Stäbe wirklich auf deinem Rücken getragen hast und gedacht hast, okay, ich breche gleich zusammen unter diesen ganzen Mustern und Schablonen und Stress und Verpflichtungen. Schauen wir in dein Destiny-Orakel. Du hast hier, dass Entschuldigungen härter sind als Widerstand. Und hier ist es ja sowieso, Widerstand ist hier ein Thema und aus Widerstand darfst du komplett herausgehen, weil das genau das Gegenteil ist von der Hingabe, vom Surrendern, also sich zu ergeben, dem Leben hinzugeben. Und anscheinend gibt es hier aber auch ein Muster mit Entschuldigungen. Und entweder hat das was mit dir selber zu tun, weil du selber irgendwelche Dinge hast, wo du Ausreden und Entschuldigungen für hast, warum du vielleicht das und das nicht umsetzt, obwohl es zu deiner Bestimmung gehört. Oder, das kann jetzt auch für andere sein, dass du andere Menschen viel zu sehr entschuldigst. Dafür, dass die ihre Schwächen haben, dafür, dass die gewisse Dinge nicht tun und du das Gefühl hast, ja gut, dann muss ich das ja für die machen, weil aus dem und dem Grund kann dieser Mensch das ja nicht und dann bin ich wieder im Mitleid und Mitleid ist was anderes als Mitgefühl, weil wenn du Mitleid empfindest, leidest du mit der anderen Person mit. Das ist überhaupt gar keine bereichernde Erfahrung, weder für die eine Person, weil du tust der nichts Gutes und auch selber nicht, weil du einfach nur noch mehr Leid kreierst. Mitgefühl ist was ganz anderes, weil du dich gefühlstechnisch ja damit connecten kannst, in jemanden reinversetzen kannst, verstehen kannst, warum vielleicht die Situation so gekommen ist, aber die Selbstverantwortung bei dem anderen zu lassen, nicht die Bürden des anderen auf sich zu nehmen, sondern einfach nur in mitfühlenden Gesprächen vielleicht da Aufklärung zu betreiben und dem anderen vielleicht was klar zu machen, aber auch da bitte nicht in einer Form, wo du dich selber komplett aufgibst und einfach wieder auch nur jeden Tag über die Probleme der anderen Person nachdenkst, nein, sondern wirklich in abgegrenzter Form, da vielleicht ab und an mal irgendwas zu sagen und vor allen Dingen darauf zu achten, kommt das bei der anderen Person überhaupt an? Und ja, wenn es ankommt, setzt diese Person es aber dann auch um, weil das ist der zweite wichtige Schritt. Und wenn du das Gefühl hast, dass Dinge noch nicht mal ankommen, dann brauchst du die Gespräche auch mit den Menschen nicht mehr führen, weil es einfach zu nichts, also es ist wie Perlen vor die Säue. Und wenn aber es auch ankommt, bewusstseinsmäßig, aber dann die Person nicht handelt,
dann bringt das genauso nichts. Und auch das zu entlarven. Vielleicht ist das auch ein Muster, dass du versucht hast, Menschen den richtigen Weg zu zeigen, dass du so viel Energie da reingebracht hast, und dass einfach andere Menschen sich aber ständig in irgendwelchen Ausreden, Ausflüchten, ja, begeben und eben ihre Arbeit nicht machen. Und am Ende des Tages muss jeder seine eigene Arbeit machen und die kann man für jemand anderen einfach nicht machen. Schauen wir weiter. Du hast hier die Inspiration mit der 23, 2 und 3. Vielleicht hat die Zahl für dich noch eine besondere Bedeutung. Es geht hier darum, dass du wirklich, ich habe hier gerade gehört, meine Spirits haben gerade gesagt, dich von der Natur inspirieren zu lassen. Dass du wirklich in nächster Zeit, und ich bekomme ja bei dir so viel Blumen- und Mondenergie und Schmetterlingsenergie rein, dass du dich vielleicht davon unglaublich inspirieren lässt für neue Ideen. Und dass das dein Leben wirklich bereichern wird und dich weiter auf deinen richtigen Weg bringt. Wir schauen jetzt noch, was das mit einem Past Life zu tun hat. Du hast hier das Gefängnis. Also bei dir spielt, boah, das ist so krass, bei dir spielt es wirklich eine Rolle, auch mit diesem Cinderella-Syndrom, weil im Endeffekt war sie ja gefühlt auch eingesperrt in diesem Haus bei ihrer Stiefmutter, wurde schlecht behandelt, und dass das eben aus einer früheren Inkarnation oder mehreren kommt, dass du eingesperrt warst, dass du begrenzt wurdest und dass das aber eben deshalb auch ein Muster ist, was du weiter mitgebracht hast, dass du dir Situationen erschaffst, wo du das Gefühl hast, ich werde begrenzt, ich werde eingesperrt. Und das hat jetzt heutzutage vielleicht nichts damit zu tun, dass du wirklich eingesperrt wurdest oder im Gefängnis warst, sondern dass das eher ein Mindset ist, dass du das Gefühl hast, ich bin in gewissen Beziehungen gefangen und kann ja irgendwie nicht frei sein, wer ich wirklich bin. Also das kann es zum Beispiel sein. Oder es kann sein, dass du dich in einem Job gefangen gefühlt hast und da überhaupt nicht glücklich bist, aber denkst, okay, ich muss das machen wegen dem Geld oder ich muss das aus dem und den Sachen machen, wegen meiner Familie, wegen dem Prestige, wegen was auch immer. Und da immer dieses Gefühl hast, ich will hier eigentlich weg, ich will flüchten, aber ich fühle mich gefangen in dieser Situation oder in dieser Beziehung oder in dieser Freundschaft oder ich fühle mich gefangen in meiner Familie oder eben es auch wirklich was Räumliches ist, wo du das Gefühl hast, ich bin immer in kleinen Räumen, mein Zuhause ist sehr klein, ich habe immer das Gefühl, sehr begrenzt zu sein und eben nicht diesen, und darum geht es, weil deine Seele, die sehnt sich so sehr danach und das soll deine Zukunft sein, groß zu sein, deinen Horizont zu erweitern, dich innerlich frei zu fühlen und diese Freiheit auch im Außen noch mehr zu leben, weil sich dann Umstände verändern werden, wenn du dich innerlich veränderst, wenn du den Schlüssel hier hast, den Schlüssel nimmst und du kannst die Käfigtür, kannst du nur von innen öffnen. Das liegt an dir, aus einem Gefängnis, was der Verstand kreiert hat, rauszugehen. Und dadurch, wenn du innerlich diese Arbeit machst und die machst du, weil ich das hier sehe, und du bist dafür auch bestimmt, dass wirklich erfolgreich zu meistern, diese Blüte zu werden, dieser wunderschöne Schmetterling zu sein, der fliegt, eben die Person zu sein, die den Himmel auf Erden sich erschaffen kann. Aber das hat was mit deiner inneren Einstellung zu tun, dass du innerlich dir den Himmel auf Erden erschaffst und er dann auch sich im Außen zeigt, so dass du weitere, also größere und glücklichere Erfahrungen machen kannst als bis jetzt. Wow, ich bin völlig geflasht, lieber Stapel 2 von deinen Botschaften. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Schick dir ganz viel Love and Sunlight. Ein wundervolles 10-10-Portal wünsche ich dir. Und bis zum nächsten Mal. Hi, herzlich willkommen zu deinem Pick-a-Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem 10-10-Portal. Wie verändert es dein Leben?
Schau dir bitte das Intro an, falls du es nicht gemacht hast, weil ich da einiges noch über das 10-10-Portal und den aktuellen Energien sage. Du hast die Hohepriesterin gewählt und das zeigt mir, dass du dich ganz tief deiner weiblichen Seite widmen darfst und deinen Schatten sowie deinen Sonnenseiten und dass die Zeit jetzt wirklich gekommen ist, ja, für eine innere Einkehr. Dass es darum geht, dass du dich wirklich mit deinem geistigen Team, mit dem Universum, mit was auch Wesen auch immer, mit denen du connectest, dich verbindest, um wirklich für dich Antworten zu erhalten, um auch, also bei dir bekomme ich auch so ganz viel transformative Energie, also ganz viel Transformation. Stattfinden zu lassen, in deine Schattenwelt zu gehen und sie ja wirklich auch zu transformieren. Da ist bei dir wirklich innerlich einiges los. Du bist ja auch der einzige Stapel, bei denen jeweils zwei von diesen Karten rausgefallen sind. Ich bin super gespannt, aber es würde auch zu der Hohepriesterin Energie passen, weil sie ja Yin und Yang repräsentiert, die weiße Energie und die schwarze Energie und das ineinander vereint, das Gleichgewicht herbeiführt. Also auch die Dualität wirklich. Ja, am Ende des Tages auch überwindet, und es eine Ganzheit daraus entstehen lässt. Und so hast du irgendwie, ja, auch hier in den Karten ist gespiegelt, dass es darum geht, irgendwie zwei Seiten zu betrachten. Und du noch weiter, also darum kann es jetzt auch viel gehen, dich mit deinen Gaben noch mehr verbindest oder dass eine neue Gabe sich zeigen will oder dass eine Gabe sich weiterentwickelt und dass sich auch die Verbindung, ja, ich bekomme bei dir rein, es vertieft sich die Verbindung zum Universum, zu gewissen Krafttieren vielleicht oder auch zu gewissen Spirit Guides, dass da auch der eine oder andere vielleicht neu reinkommen möchte, und du wirklich gut damit fährst, wenn du dich wirklich um dich und deine außersinnlichen Fähigkeiten kümmerst. Schauen wir weiter. Den Knoten lösen. Bei dir geht es hier um deine Herzensverbindung. Also ich bekomme hier vor allen Dingen bei dir ganz viel rein romantische Verbindung der Vergangenheit und deiner jetzigen, wenn du eine gerade auch hast. Egal, ob es jetzt auf Seelenebene ist oder du die physisch auch gerade lebst. Und dass da was ist, was dich belastet, was immer noch nicht, ja, was immer noch irgendwie verhaftet ist in deiner Energie an Liebeskummer und dass da einfach Verbindungen noch nicht gelöst wurden, die dir aber nicht dienen und dass es Zeit wird, diesen Knoten zu lösen. Das kann natürlich auch ganz viel damit zu tun haben, aufgrund der Verletzung, dass du dein Herz geschlossen hast und dass hier ganz wichtig wäre, dein Herz zu öffnen, wirklich näher dich mit deiner Seele zu verbinden, weil da eine Blockade sitzt, weil da eben, ja, du da dich in, also du darfst dich da mit Schatten nochmal verbinden und da reingehen und wirklich dich fragen, was ist da der eigene Schatten? Was ist das eigene Muster? Warum ich vielleicht manchmal an jemanden noch erinnert werde oder warum ich vielleicht auch das Gefühl habe, mich auf jemanden Neues nicht einlassen zu können? Warum ich nicht richtig tief mich auf etwas einlassen kann? Und das spiegelt sich ja in allem. Wir bemerken das dann zwar meistens immer eher in einer romantischen Verbindung oder in tiefen Freundschaften, weil wir da irgendwie einfach klar zugänglicher mit unseren Gefühlen sind. Aber am Ende des Tages, wenn du generell ein Problem hast, dich zu öffnen und ganz tief zu sein, dann spiegelt sich das auch in deinem Berufsleben wieder, weil du dich auch da nicht wirklich auf etwas einlassen kannst. Dann spiegelt sich das in deinen Hobbys wieder, dann spiegelt sich das in deinem Zuhause wieder, dann spiegelt sich das in Bezug auf Geld, materielle Güter nieder. Also das ist, betrifft dann einfach jeden deiner Lebensbereiche und vielleicht hast du dann auch einfach dieses Gefühl, ja, ich komme meinen Zielen nicht näher oder ich wünsche mir irgendwie in gewissen Hinsichten eine ganz andere Realität, ein ganz anderes Leben, aber ich komme da überhaupt nicht hin und das hat aber genau damit zu tun, weil
du einfach nicht tief genug gehst, nicht tief genug fühlst und nicht tief genug deine eigenen Stärken und deine Schatten wahrnimmst und dadurch gar nicht wirklich weißt, wer du bist zu einem gewissen Grad und deshalb auch dein wahres Ich im Außen nicht wirklich gelebt werden kann. Und das führt immer, egal ob bewusst oder unbewusst, zu Unzufriedenheit und dem Gefühl, nicht erfüllt zu sein. Wow, schauen wir weiter. Du hast Jump in. Bei dir geht es darum, ja, hier geht es um das Thema Vertrauen, dass du dich auf das Unbekannte einlässt, dass du ein neues Abenteuer wagst und dass du ja zu einer Veränderung sagst. Und diese Veränderung hat was damit zu tun, dass hier etwas in die Auflösung geht, dass etwas aus deinem System rausgespült wird, was dich behindert, belastet, und dich auch davon abhält, dass diese Veränderung in dein Leben kommt. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, so ja zu sagen, aus vollem Herzen, also heraus zu fühlen, dich mit dir selber tief zu verbinden, natürlich auch mit dem Universum zu verbinden, damit du Botschaften bekommst, damit dir Hilfe zuteil wird, entweder durch andere Menschen oder durch deine Spirits, damit diese Veränderung eingeleitet werden kann. Wow, schauen wir weiter. Ja, weil es bei dir Zeit wird für eine komplette Neugeburt. Es ist Zeit, wow, aus der Asche heraus sich zu erheben wie ein Phönix aus der Asche. Und vielleicht ist auch noch in einem anderen Stapel was für dich dabei, weil ich da auch das Asche-Thema hatte, nur anders. Du kannst dich natürlich auch gerne, du hast jetzt hier die Kolibris und den Phönix, super gerne auch damit zu verbinden, weil die Kolibris stehen auch für Lebensfreude, wirklich wieder für Vielseitigkeit und für so Leichtigkeit. Natürlich auch für Schnelligkeit, aber auch für Kommunikation, dich mit anderen zu verbinden, auf Herzebene zu sein und dann eben jetzt auch noch so in einer komplett veränderten Form, dadurch, dass du dabei bist, zu einem Phönix zu werden und aufzusteigen und davon zu fliegen mit einer komplett Wow, also ich habe hier gerade gehört, mit einer komplett neuen Identität absolut deine Vergangenheit loszulassen. Ich bin gespannt, was die anderen Karten noch sagen. Ja, Storyteller. Und es passt so gut dazu, weil es Zeit wird, eine komplett neue Geschichte über dich zu erzählen und die alten Geschichten ruhen zu lassen. Und das ist vielleicht auch ein super. Ja, vielleicht auch eine super Übung über die Vergangenheit und was du da auch immer wieder erlebt hast. Vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt gar nicht mehr zu thematisieren und gar nicht mehr darüber zu sprechen. Natürlich nicht, wenn du da jetzt Dinge noch nicht aufgelöst hast und darüber sprechen musst, um das nochmal zu verarbeiten. Das meine ich nicht. Aber wenn du halt wirklich in diesem kompletten Loslöseprozess bist und irgendwann auch wirklich dabei bist und sagst, okay, ich habe da jetzt was aufgelöst, dass es auch einfach nicht mehr in deine Gegenwart und Zukunft mitgeschleppt wird, dass du auch einfach da wie so ein Reset Knopf auch drückst und sagst, gut, diese Erfahrungen, diese Menschen, vielleicht auch dieser alte Karriereweg, ich lasse da jetzt wirklich so los, und werde das auch gar nicht mehr thematisieren, so dass ich es immer und immer wieder hochhole, und immer wieder in mein Bewusstsein hole, was denn damals passiert ist oder nicht passiert ist oder was ich mir gewünscht habe oder nicht gewünscht habe, weil du dadurch nur deine Geschichte immer weiter mitschleppst, anstatt jetzt dir ein weißes Blatt zu nehmen, also vielleicht ist das auch für dich eine Übung, vielleicht noch mal die alte Geschichte und alte Sachen noch mal auf ein Blatt zu schreiben, es zu verbrennen und da auch zu sagen, so wie Phönix aus der Asche, ich verbinde mich mit der Feuerenergie und das ist jetzt hier die Asche, die vorbei ist. Das hat nichts mehr mit meiner neuen Identität, wow. Totale Wortfindungsstörung zu tun, sondern ich nehme jetzt ein weißes Blatt, wo es keine Vorgeschichte mehr gibt und ich kreiere ein komplett anderes Leben, ein komplett anderes Ich. Das ist so krass, weil ich halt bei dir das Gefühl habe, dass es Teil deiner Mission hier ist, wodurch du ein Vorbild für andere wirst, also auch für dich selber, weil es eine Lernaufgabe für dich selber ist und du dir diese Aufgabe hier vorgenommen hast in dieser Inkarnation, aber dadurch eben auch zu einem Vorbild für andere wirst, in einem Leben wirklich irgendwann
eine Phase komplett abzuschließen und wirklich ein komplett neues Leben zu leben mit einer neuen Identität. Und das heißt jetzt nicht für jeden, dass du vielleicht einen neuen Namen annimmst, kann es natürlich auch sein, aber dass du einfach ein Leben lebst, so ein komplett anderes, was mit deiner Vergangenheit einfach in diesem Leben überhaupt nichts mehr zu tun hat und wo andere, die dich neu kennen, also kennenlernen, nur noch mit dem neuen Ich und dein altes Ich überhaupt nie gekannt haben und dein altes Leben nie gekannt haben und die davon erfahren würden, wie du mal gelebt hast, dass die das gar nicht glauben könnten und sagen, okay, das hat ja nichts mit der Person zu tun, die ich jetzt also hier kennenlerne. Und genau darum geht es und das ist keine leichte Aufgabe, seine komplette Vergangenheit loszulassen, weil unser Verstand uns immer wieder zurückreißt und seine Identität da irgendwie komplett aufzugeben und sich eine komplett neue Geschichte über sich selbst zu erzählen und dass die alte Geschichte einfach keinen Einfluss mehr hat. Krasse Meisteraufgabe. Wir schauen weiter. Du hast die Brücke und du hast den Schlüssel. Wow. Und das ist für mich auch noch einmal, also vielleicht haben auch für dich 5, 4, 3, vielleicht bist du auch in deinen 50ern. Für dich geht es darum, erstens eine Brücke zu sein zwischen der 5D und der 3D-Welt. Und das bist du ja schon mit deiner Highpriesterin-Energie. Und egal, ob du Mann oder Frau bist, kannst du diese diese hohe Priesterin-Energie. Oh, ich vermische so gerne manchmal Englische mit deutschen Begriffen. Kannst du die, also bist du dir ja sowieso, also das ist sowieso deine Essenz, das ist eines deiner Talente, dass du die 5D-Welt mit der 3D-Welt super verbinden kannst und hier wie so, ja, zu, also auch ein Medium vielleicht wirklich bist, dass du es weißt, dass du channeln kannst, dass du so ein offenes Gefäß bist, was Botschaften aufnimmt und was aber es dann auch, und das ist der Schlüssel hier, auch in der Realität umsetzen kann. Also du bist niemand, der nur in der Anderswelt unterwegs ist, und das ist auch hier nicht deine Aufgabe, dass du nur in Meditation und in der Anderswelt unterwegs bist und diese ganzen Erfahrungen und Botschaften nicht teilst, sondern du bist ein Mittler, eine Mittlerin zwischen diesen zwei Welten und du bringst dieses Wissen der Urquelle in die 3D-Welt. Und das machst du auf deine eigene Art. Und es ist jetzt egal, ob du das beruflich auch wirklich spirituell auslebst, weil du ein Medium bist, weil du ein Heiler bist, eine Heilerin, weil du eine Yoga-Lehrerin bist, weil du ein Tarot-Reader bist, weil du Astrologin bist oder Astrologe. Also wie auch immer du das auslebst, Reiki-Meisterin, ne, was auch immer es ist, Künstlerin und du so dann in die Welt bringst, deine Botschaften in Bildern verfasst oder du Blogartikel schreibst oder auf Social Media deine Inhalte weiter verbreitest, du Influencer bist, was auch immer du da bist oder es privat machst und gar nicht beruflich auslebst, was ja auch nicht sein muss, jeder hat einen anderen Weg, bitte hör da auf dich selbst, du agierst als Brücke und bringst dieses Wissen anderen Menschen bei und sprichst oder machst es durch heilerische Techniken oder singst oder malst, wie auch immer, du bringst es in die physische Welt. Und das ist bei dir hier auch der Schlüssel zu deiner Bestimmung, zu deinem Schicksal. Und ich habe ja gesagt, das 10-10-Portal und jetzt die Sonnenfinsternis, die stattgefunden hat und das Mondknotenwechsel im Ende Januar stattfindet, weil davon Widder und Waage, wo die Mondknoten gerade drin sind, der Wechsel kommt in Jungfrau und Fische und deshalb schon aktiviert wird. Und das ist ja auch die Hohepriesterin-Energie, auch wenn sie dem Krebszeichen auch zugeordnet wird, ist es trotzdem auch eine sehr spirituelle Energie, die ich auch viel Jungfrau und Fische zuordnen würde. Und es genau darum geht, das ist der Schlüssel für dich, weiter in deine Bestimmung zu kommen, diesen Knoten zu lösen, belastende Dinge, eine neue Identität zu kreieren, ein Phönix zu werden, der fliegt und der nicht mehr in der Asche ist. Und hier auch für die, wo es sowieso ein Thema ist, bitte verbinde dich mit der Andromeda-Energie oder wenn du es bisher nicht gemacht hast, beschäftige dich damit, denn es ist Zeit für dich, in den nächsten Monaten bis Ende Januar ein neues Lebenskapitel zu beginnen. Schauen wir noch in dein Destiny-Orakel.
Liebe dich selbst in allen Phasen. Und hier hast du jetzt nochmal, also wir haben ja hier nur noch Tiere mit Flügeln. Jetzt hast du hier auch noch, ich finde, es sieht mehr aus wie eine Motte als ein Schmetterling, aber es könnte auch ein Schmetterling für manche sein. Nimm bitte, was für dich passt. Vieles vielleicht auch ein Schmetterling. Und darum geht es, dass Zeit wird, für dich zu fliegen. Und das kann jetzt bis Ende Januar, kann sich das aber noch ziehen. Und du kannst vielleicht noch manchmal das Gefühl haben, ah, ich bin immer noch in meinem Kokon und es funktioniert noch nicht so ganz. Ich bin noch in meiner Stille, weil du hast hier ja auch noch was aufzulösen. Deshalb, ich würde dir empfehlen, bis den 19. November, solange der Pluto im Steinbock ist, dürfen wir uns alle mit unserem Schatten noch mehr auseinandersetzen und das, was wir in den letzten 16 Jahren gemacht haben und wirklich für uns selber betrachten, was davon möchte ich in mein neues Leben nehmen und was möchte ich davon auf gar keinen Fall in mein neues Leben nehmen, wo ist es Zeit, Knoten zu lösen, Verbindungen aufzulösen, alte Muster gehen zu lassen, in die Schatten zu blicken, sie zu transformieren. Da wirklich reinzugehen, dich zu lieben, auch in dieser Phase, wo es vielleicht noch herausfordernd ist, um dann eben zu fliegen und dich dann natürlich, es fällt einem leichter, wenn man einen Aufwind hat, sich zu lieben, aber in jeder anderen Phase eben auch. Schauen wir noch an deine weitere Karte. Und Isis zeigt sich ständig, aber für mich schon wieder die Flügel, also auch das Engel reinkommen wollen, für mich aber auch Isis-Energie, aber auch Adler-Energie. Mit der Botschaft, ich stehe an deiner Seite. Und da ist für mich ganz klar, dass deine Spirits dir sagen wollen, aber auch dein eigenes Higher Self und deine Hohepriesterin-Energie, ich bin für dich da und das ist der Schlüssel, die Spirits, die Botschaften von oben, dein Higher Self, um hier das hinter dir zu lassen, was dir nicht mehr dient, die Geschichten, die dir nicht mehr dienen, die dich aufhalten, deine Bestimmung zu verfolgen und in dieses neue Lebenskapitel reinzufliegen. Bei dir, also das Springen ist das eine, aber du hast hier so viel geflügelte Energie, wirklich aufzusteigen. Also hier hat es was damit auch zu tun, dass du dich frequenzmäßig erhebst. Wow, oh, wir haben sogar noch was vergessen, dein Past Life. Und ich muss hier so lachen, weil es in diesem Past Life Orakel gibt es ein paar Karten, wo einfach nichts drauf ist. Und das passt für dich so wundervoll, weil es geht darum, dass du den Sprung in etwas Unbekanntes wagst. Und dass das noch für dich ein blinder Fleck ist. Du weißt heute, also für viele von euch habe ich so dieses Gefühl, du weißt, dass etwas im Gange ist und dass eine Veränderung in den nächsten Monaten stattfindet. Du weißt, dass es auch eine große Veränderung ist, aber du hast heute noch keine Ahnung, wie sich das wirklich zeigen wird und wie die Veränderung wirklich vonstatten geht. Und das ist hier der Beweis dafür noch einmal. Es geht aber darum, jetzt damit klarzukommen, dass es ungewiss ist und dass es sich zur richtigen Zeit in den nächsten Monaten zeigen wird, Schritt für Schritt, aber du auch hier getestet wirst, also dein Vertrauen in das Ungewisse zu springen, in einer gewissen Form. Wow, lieber Stapel 3, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wünsche dir ein wundervolles 10-10-Portal. Ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal.